DIA. Informationen zu den Exercise Songs. Der obere Bereich eines Exercise Songs enthält diverse globale Informationen. Die Kurzinfo enthält Angaben über Form, Chorus und Harmonik des Songs. In den ausführlichen Informationen wird der Song näher beschrieben. Die Informationen werden mit Internetlinks und Links auf Dateien der Improvisation Academy ergänzt. Im Bereich interessante Versionen stehen Links auf YouTube-Videos. Der Bereich allgemein eines Exercise-Songs enthält diverse Dateien. Leadsheets, Leadsheets mit Analyse, das Audiobeispiel, Playbacks. Betrachten wir die einzelnen Dateigruppen etwas näher. Leadsheets. In einem Leadsheet sind die Melodie und die Chords notiert. Die Leadsheets stehen in den gängigen vier Instrumentengruppen zur Verfügung. Leadsheets mit Analyse. Diese Leadsheets sind zusätzlich mit den Angaben der harmonischen Analyse ergänzt. Sie stehen ebenfalls in den vier gängigen Instrumentengruppen zur Verfügung. Das Audiobeispiel. Starte mit einem Klick auf das Dreieck und höre den Song, wie er im Leadsheet steht. Playback. Es stehen diverse Playback-Dateien zur Verfügung. Das erste MP3-Playback wird auch in den Level-Tipps verwendet. Zusätzlich kannst du weitere MP3-Playbacks in verschiedenen Stilen laden. Die weiteren Playback-Dateien sind flexibel und können mit entsprechenden Apps verwendet werden. Weitere Infos über Playbacks findest du in der Improvisation Academy über Knowledge Center, Education Info, Playbacks.